In den letzten Jahren haben wir ein musikalisches Seidentheater entwickelt. Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es um ein Theater, in dem man Geschichten hört, Musik hört und auf Bildern, die auf Seide gemalt sind, auch Eindrücke zur Geschichte wahrnimmt. Die folgende Geschichte heißt Gagalaya und ihr Ei. Es geht um ein Huhn und der Rest bleibt Überraschung. Die Geschichte eignet sich ab 3 Jahren und so etwa bis 8 oder 9 Jahre freuen sich Kinder daran. Einmal kam Gagalaya auf ihrem Spaziergang an einen Fluss. Wir uns nicht gefallen. Gagalaya, dein Kind ist nicht nur hässlich und frech und verwöhnt und gefräßig, es ist auch noch rücksichtslos gegen uns. Bleib mit deinem Kind, wo du willst. Hier müsst ihr verschwinden. Die nächste Geschichte heißt Die Heimat der Sterne. Sie eignet sich für alle Altersklassen und besonders in der Zeit von Dezember und Januar zu spielen, denn die Geschichte der Geburt des Jesuskindes, der Besuch der heiligen drei Könige ist Inhalt dieser Geschichte und sie berührt durch die Musik und diese Innerlichkeit, die wir eben in der Weihnachtszeit suchen. Dort erwartete sie der König. Er grüßte Cyrill und nahm ihn bei der Hand und schaute mit ihm in den nächtlichen Himmel empor. Sei getrost, fürchte dich nicht, schau in die Höhe und wisse, dass jeder Mensch seinen Stern hat, der ihn führt und beschützt wie sein Engel. Die nächste Geschichte heißt Der Baum. Sie eignet sich ab etwa 9 Jahren, ab der 3. Klasse, weil es auch schon etwas ernster ist. Da gibt es Mobbing, da ist man wohl nicht ganz willkommen, kann sich aber doch aus dieser Situation entwickeln zu eigenem Wohlstand und Anerkennung. Thank you.
Diese Geschichte ist alt. Und Kuran Noram, der Sohn, ist auch schon lange, sehr lange gestorben. Aber wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr staunen, auf dieser verbrannten Erde einen grünen Flecken zu finden. Ein majestätischer Baum erstreckt sich im Zentrum eines Dorfes. Wohl des Dorfes Oma Mama. Und spende dem ganzen Dorf Schatten. Sogar weit in die Umgebung hinein. So pflanzen sie dort Gemüse, Obstbäume und sie versammeln sich dort. Die Jungen, die Alten, die Kinder, die Tiere, alle sind dort. Und manchmal in der Abenddämmerung erzählen sie sich diese Geschichte von Kurano, dem Vater, und Kurano Ran, dem Sohn. Und dann singen und tanzen sie für den Baum, so wie man in dieser Gegend eben singt und tanzt.